Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elden Ring, der Netzwerktest. Mein Name ist Peter, schön, dass ihr da seid und hier musste im Hause erstmal einiges passieren, ja? Also, puh. Wir haben ja einen Staubsaugerroboter, der heißt Katja, so nennen wir den. Es gibt immer noch einige Leute in den Kommentaren, die fest davon überzeugt sind, dass meine Freundin Katja heißt, weil ich mal in einem Video von Katja erzählt habe und die dachten dann halt, er hat sich verplappert. Ist der Name seiner Freundin. Aber dabei ist das einfach nur unser Staubsaugerroboter, den wir nach Katja Krasowitsche benannt haben. Weil unser Staubsaugerroboter so gut saugen kann. Auf jeden Fall hat Katja, dumm wie sie ist, also Staubsaugerroboter, nicht Krasowitsche, hat sich verfahren unter unserem Sofa und sich in Kabel verfangen und das war... alles nicht so leicht, sage ich euch. So, hier werde ich ja wohl runterspringen können, oder? Dreckscheiße hier, ey. Ich meine, der große Riese war jetzt nicht schwer, aber ich habe keinen Bock, jetzt wieder gegen den zu kämpfen. Also, das muss ich noch lernen, by the way. Also, ab wann... Wait, habe ich dich gepult? Ne, oder? Ab wann der Shit tödlich ist und ab wann nicht. Wir haben dadurch leider einige Seelen verloren, aber hey. That's From Software Games. Ich werde mich jetzt mal mit diesem komischen Leuchtding auseinandersetzen, weil ich wissen will, was das ist. Ah ja, und dann hat Katja gerade noch eine Blume zerstört. Also, Honey ist fuchsteufelswild. Was bist du? Ich werde hier einfach stehen. Nee, das ist mir, dauert mir zu lang. Ich werde dir entgegenkommen. Okay, weißt du, was ich versuchen werde? Ich werde diesen Weg gehen. Vielleicht ist es ein Rätsel. Hä, hey, da reitet noch jemand anders. Aber mehr als das kann ich nicht. Ich sprinte schon. Schneller geht nicht. Das Ding ist schneller als ich. Scheiße, ich weiß den Trick nicht. Mann! Okay, gut, ist so. Dann beschäftigen wir uns doch mal mit dem Freund hier. Hört Babys. Oh. Was machst du gegen Fernkampfattacken? Oh shit. Oh, zu langsam. Wir hatten das Ziel so weit, dass wir quasi so einen Finisher gönnen konnten, so wie jetzt. Wie viele Seelen haben die gegeben? Runen meine ich natürlich. 200 oder so. Eierstock des Landoktopus, streifenweißes Fleisch. Okay, also wahrscheinlich eher relevant. Für irgendein Crafting-Shit. Da können wir wahrscheinlich irgendwelche geilen Gegenstände herstellen. Außerdem bewachen die hier ein Item. Eierstock des Landoktopus, okay. What? Dieses Spiel, wa? Da bist du jetzt gerade ausgewichen? What the fuck? Nein, 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 ich muss hinrennen.
macht nicht so viel Damage, wie ich das gern gehabt hätte. Wow! Okay, der Shit wächst aber dann instant wieder nach. Okay, wenn die Riot gehen, dann gehen die Riot. Wir geben nicht mal 200 Runen. Aber geben halt diesen Eierstock, okay. Okay, man sieht hier relativ klar den Punkt, ab dem man ins Wasser fällt. Deswegen weiß ich noch nicht so ganz, wie man da gegenüber hinkommen soll. Irgendwie wird man es ja wohl können, nehme ich mal an. Ja, scheiße. Das heißt aber, die Tiere muss ich auch umbringen. Ist mega nervig, aber muss ich ja machen. Weil ich brauche die auch für ein Rezept, leider. Eigentlich, das gefällt mir gar nicht eigentlich, aber hey. Schildkrötenfleisch, das war doch auch irgendein Rezept, meine ich. So, und da sind humanoide Gegner. Keine Ahnung, wie stark die sind. So humanoid sind die auch gar nicht. Ah, doch schon ziemlich. Okay, grundsätzlich alleine erstmal nicht so stark. Keule gegen Keule. Okay, super schwach. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist, ehrlich gesagt. Ich liebe es, diese Welt hier einfach zu erforschen und zu gucken, was hier ist. Ich hoffe, vom Netzwerktest bis zum finalen Release ändern die noch ganz viel. Vorsicht vor Loch. Etwas Unglaubliches voraus. Okay, er steht hier auch so überlegt. Okay, ich try's. Oh, tot. Und du so? Alter, was habt ihr für Shit? Ach, scheiße, ich wollte immer noch nach der Rüstung gucken. Fällt mir gerade auf. Okay, hier geht's halt nicht rüber. Wieso denk... Oh, hier war mal eine Brücke, oder was? Okay, wir gucken uns mal die Rüstung an. Ausrüstung. Das ist natürlich deutlich schwerer. Wir dürfen bis 20 wahrscheinlich gehen, um mittlere Last zu behalten. Wir könnten uns ja zumindest mal Handschuhe anziehen. Wäre schon besser. Ja, 20,4 ist immer noch mittlere Last. Ha! Oh, sind wir hübsch. Oh, wie bist du gestorben? Alle wollen rüber zu dieser Insel und keiner weiß wie. Ich liebe das. Das ist Dark Souls, wie es am besten ist. Ich hatte ja zum Beispiel sowas wie bei Dark Souls 3... Beziehungsweise generell Dark Souls. Ich glaube, Dark Souls 3 war der erste Teil, wie auch überlegt. Da hatte ich den so weit vor Release, da gab es halt noch überhaupt gar keine Informationen dazu. Das ist halt nice. Oh lol, hier ist ein Händler. Oh fuck, Alter. Ich dachte, hier wären noch mehr Gegner. What do you need? I don't want any trouble. Fleisch, schwelender Schmetterling, Giftblüte, Blutrose, Wurzelharz, Schwertkämpferstulpen. Okay, das ist der Rüstungshändler oder was? Rezepte des Plattners, Flamme der Raserei. Gelbe Flamme der Raserei stößt aus euren Augen. Mhm.
Eine Anrufung der unerträglichen drei Fänger. Keine Jokes jetzt hier. Lässt die gelbe Flamme der Reiserei aus den Augen des Zaubernden schießen. Diese Aufrufung kann menschliche Gegner in den Wahnsinn treiben und wird mächtiger, wenn sie aufgeladen wird. Steht in den Augen einer Person die Flamme der Raserei, leidet diese unter unerträglichen Schmerzen und nicht enden wollenden Tränenströmen. Okay. Die blaue Farbe des Stoffs symbolisiert das glitzernde Wasser, so fließend wie das Schwert die Bewegung seines Trägers ausführt. Stehende Gewässer werden faulig und Stagnation führt zu Verfall. Krieger, die diese Haube tragen, müssen immer in Bewegung bleiben. Das steht zu dem ganzen Set dort. Heldenstirnband. Ah, das sind Sets von den anderen Starterklassen. Das ist der Held. Ich glaube, das ist der Krieger. Als falls ihr euch an Folge 1 erinnert. Und das ist Prophet, ja. Trinas Pfeil. Löst bei seinen Opfern eine bleierne Müdigkeit aus. Ich glaube, ich kaufe mir hier die Flamme der Raserei, weil ich dann mal ausprobieren will. Auch wenn sie 500 kostet, aber egal, haben wir ja. Wobei, ja, Rezepte sind natürlich theoretisch auch wichtig, aber ja, hey, ich bin aufgeschissen. Interessant, was sie hier für Dinger haben. Ich frage mich, ob das eine, ob das ein Musikding ist, ein Instrument. Oder was das sein soll? Sieht aus wie ein Instrument, oder? Ein sonderbares Instrument. Aber hey. Wissen wir, da ist noch ein Händler, der uns Sachen verkauft. Wäre ja super praktisch, wenn jetzt hier in der Nähe noch eine Gabe wäre, damit man den auch mal zwischendurch aufsuchen kann. Aber dem sieht nicht so aus. Wie man da hinten hinkommt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwo eine unsichtbare Brücke gibt. Oder ob man irgendwann rüber teleportiert wird. Ob man irgendwann die Möglichkeit bekommt zu gleiten. Breath of the Wild Style. Und dann von da oben rüber gleiten kann. Aber ich sehe jetzt hier gerade keine Möglichkeit. Mal gucken, ob die anderen Content Creator das hinbekommen haben. Was haben wir denn hier? Ach, I hate it. Nein, nein, nein. Ja, scheiße, ich wollte eine. Habe ich keine Fackel? Ich glaube, ich habe keine Fackel. Ah! Was es hier nicht mehr gibt, scheinbar, sind Gegenstände. Scheiße. Ich habe keine Zeit genommen. Es ist ein bisschen weird, dass mir nur 30 Minuten erlaubt werden. Aber hey, man hält sich natürlich an die Regeln, wenn man eine Vorabversion bekommt. Drück die ganze Zeit den rechten Stick in der Hoffnung, ich kann irgendeinen Gegner anvisieren. Da ist einer. Trick 17. Er ist natürlich weiter unten. Irgendjemand fightet da unten auch. Oder sind mehrere? Mindestens zwei. Okay, das funktioniert nicht. Okay, let's go, würde ich sagen. Oh, fuck me. Nee.
Ich höre sie. Aber ich sehe sie nicht. Ich höre sie auch steppen. Oh. Eine Fackel wäre halt schon praktisch. Hier bin ich einfach wieder oben, ne? Ja. Ich höre noch mehr. Aber ich brauche mehr Sicht. Ich brauche mehr Vision. Oh fuck, was seid ihr denn, ey? Gehen wir langsam näher. Hä? Wait, ich kann das Ding benutzen. Ich häng fest. Wait! Ich will das Ding benutzen, jetzt wo ich kann. Ihr Ficker! Der braucht halt noch 10 Jahre, du Fixkopf, Alter! Oh mein Gott. Okay, fuck off. Okay. Bewegt deine Scheiße. Wir hatten aber, glaube ich, nicht so viele Seelen. Deswegen würde ich sagen, let's go. Mit ein bisschen Glück öffnet sich jetzt die Wand hier oder schließt sich die Wand. Und dann können wir das so machen. Das war fail. Ecke. Problematisch. Ich habe am Anfang einen kurzen Moment, wenn er durchgegangen wäre, der Zauber, dann hätte der echt was regeln können. Aber ist er leider nicht. Ich weiß nicht, ob das ein humanoider Gegner ist, gegen den ich dieses eine Ding einsetzen könnte. Ja, das ist halt fail. Vor allen Dingen, weil ich hier immer wieder in Ecken lande, wo ich nicht mehr wegkomme. Das sind Halbmenschen. Können mal das eine probieren. Zaubermerken. Oh, Zurückweisung ist natürlich auch nicht uninteressant. Aber wir probieren es mal mit der Raserei. Finde ich ganz interessant. Thank you.
lieber die Zeit nutzen, um Damage zu machen, hätte ich gesagt. Mein bester Try war der erste Try. Da hatte ich den einen recht schnell weg. Gut, gegen den zweiten habe ich es dann verkackt, leider. Aber hey. Geht er nicht durch Wasser? Ist das das Problem? Lass mich doch die Dinger benutzen. Ich kenne das nicht. Okay. Wo ist der zweite? Wir sollten nicht gegen die da hinten kämpfen, die Zombies. Er ist weiterhin. Das funktioniert so nicht. Oh. Oh, die haben Fäden dabei. Wasser ist ein Problem. Wasser ist ein Problem. Alter, hier hätte ich voll sneaken können. Gut, dass der zweite nicht direkt kam. Okay, die haben wir besiegt. Wir haben beide allerdings jetzt keine Items gedroppt. Oh, hier gibt es eine Keule, die haben wir schon. Irgendwas will ich jetzt hier aber auch. Ich meine, hier kann ich mich zurück teleportieren lassen. Ja, schön. Steinfragment, okay. Was hat mir das gebracht, die beiden zu killen, Mann? Ist hier ein alternativer Eingang?
Wir sind auf der Insel, Motherfucker! Holy shit! Awesome! Also ich habe ein bisschen das Problem, mir geht es nicht so gut. Wir haben nichts mehr zum Trinken. Oh, gönnt doch mal! Und wir haben sowohl Leben als auch Mana nicht gerade voll. Das heißt, ich hoffe, da oben ist eine Gabe. Oh, ja. Oh, oh. Ich sehe was. Mäh. Oh, wir sehen was. Und wir können sogar eine Stufe steigen. Nicer Dicer. Gönnen wir uns doch mal vielleicht. Ja, sicherlich ist klar. Einmal Glaube, bitte. Mehr Damage. Okay. Alright. Kirche. Der Drachenkommunion. Lol, das Drache! Servus. Are you alive? Will ihn nicht angreifen. Ich habe Angst. Ich meine, dann ist halt noch so Feuer. Ich meine, du bist noch so ein bisschen an, ne? Aber mit dir machen kann ich nichts. Ja, okay, komm, da bleibt mir ja nichts über. Okay, du bist nicht mehr alive. Komm, soll das einfach nur cool aussehen oder haben die das einfach nicht im internen Test? Ist das jetzt hier, werde ich erst mit der finalen Version des Spiels herausfinden, was es hier mit auf sich hat? Wirkt so, oder ich bin zu dumm dafür. Ich weiß jetzt zumindest, wie ich hier hinkomme. Ist ja auch schon mal was wert. Aber jetzt muss ich da wieder durch, wa? Ah, ich kann mich ja wegteleportieren. Wir haben ja jetzt alles, was wir dafür brauchen. Wir haben ja jetzt hier das Feuer entfacht, die Gabe meine ich. Wir können jetzt einfach teleporten, wie wir wollen. Aber ich würde gerne wissen, was der Drache macht, aber ich weiß es nicht. Und ich glaube, mehr ist ja auch nicht. Und die Zeit ist um, meine Damen und Herren. Das war doch wieder eine erfolgreiche Folge Elden Ring. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.